Ja, moin, ganz kurze Information in eigener Sache, bevor das eigentliche Tipps und Tricks Video losgeht. Ich weiß, dass dem einen oder anderen mein Intro ein bisschen zu lang ist. Es geht 25 Sekunden. Ich habe die Länge im Allgemeinen vom Bild und Ton genauso gelassen. Ich habe es jetzt aber schneller abgespielt, dass es statt 25 nur noch 19 Sekunden sind. Gebt mir mal ein Feedback, ob ihr das so besser findet oder ob ihr das Standard schöner findet. Ich finde natürlich, 25 Sekunden sind auch zu lang. Hätte ich das jetzt aber in derselben Geschwindigkeit abgespielt, wie das Standard war, dann hätte Bild und Ton oder der Sound einfach nicht mehr gepasst. Der wäre abrupt zu Ende gewesen, wenn ich das jetzt allgemein geändert hätte. So habe ich einfach die Abspielgeschwindigkeit ein bisschen erhöht, sodass es nur 6 Sekunden kürzer ist. Gebt mir bitte, bitte ein Feedback, ob es euch so besser gefällt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tipps und Tricks Video. Ich hau das jetzt hier nur so dazwischen, weil es mir gerade aufgefallen ist. Und natürlich auch ein Feedback auf das Tipps und Tricks Video. Das war's von mir. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Heute soll es mal darum gehen, meine besten Tipps für den ersten Solo-Win für euch. Natürlich ist es kein Masterplan mit allen Tipps, dass das dann auch immer funktioniert. Aber ich habe ein paar Tipps, wenn ihr die beherzigt und es sehr schwer habt, vielleicht einen Solo-Win zu holen, oder auch allgemein sind das Tipps, die auch in einem Normalmodus oder im Ranked-Modus funktionieren. Aber im Solo-Modus sind es gerade Tipps, die ein bisschen es euch einfacher machen könnten, den einen oder anderen Win einzufahren. Starten wir direkt mal. Ich zeige euch anhand einiger Bilder aus meinem Livestream und auch einiges aus meinem Solo-Win, aus meinem ersten, was es zu beherzigen gibt. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und da habe ich auch schon den allerersten wichtigen Tipp für euch. Ihr seid hier quasi am Start angekommen. Ihr wollt aus dem Jump aus 1, 2, 3, schweres Wort. Ihr wollt aus dem Jump Ship rausspringen. Tut euch einen Gefallen und macht nicht gleich den Fehler und springt ganz am Anfang raus, wie es ganz, ganz viele andere machen. Denn nachdem der Counter hier runtergefahren ist oder auf 0 ist, seht ihr, wie viele Leute noch im Schiff sind. Es sind 60 Leute. Schaut mal, wie schnell sich das Schiff leert. Innerhalb von 2-3 Sekunden sind die Hälfte der Leute fast schon draußen. Und wo werden die sich alle verteilen? Überraschung, im Repulsor, Hydrodamm oder im Markt. Irgendwo in der Markt vielleicht nicht, aber hier unten, welche Gegend ist denn das jetzt eigentlich allgemein? Hier ist es sogar das bessere Beispiel. Das war jetzt zwar eine andere Flugroute, aber das Beispiel ist dasselbe. Die Flugroute geht von hier oben nach hier unten. So, und wenn jetzt 20, 30 Leute auf einmal rausspringen, wo werden die wohl alle landen? Slums, Abfluss, Kuppel und allerhöchstens noch Verwahrung. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich das Pech haben, findet entweder keine Rüstung oder keine vernünftige Waffe. Was wird passieren? Ihr werdet sowas von richtig hart in die Mangel genommen. Natürlich, die Tipps, die ich jetzt gebe, das ist eigentlich allgemein eher für ein Safe Win. Das sind jetzt weniger Tipps, die ich jetzt geben möchte, die dafür garantieren, dass ihr eine High-Kill-Round macht, von mir aus 10, 12, 13 Kills oder so. Natürlich ist es damit auch machbar, aber ich gehe eher davon, am Anfang nicht direkt hier in die Zone springen. Egal wo die Zone ist, landet nicht zwingend zuerst in der Zone. Das versuchen auch viele. Ich würde euch raten, ein bisschen abseits zu landen. Wenn die Flugroute hier ist, ich bin bis ans Ende geflogen, ist auch nicht unbedingt ratsam, wenn die Zone hier ist und ihr am Ende rausspringt. Ihr seht es ja hier, dass ich direkt in der Wasseraufbereitung landen möchte. Dann ist die Gefahr, und das ist nämlich die Besonderheit im Solo-Modus, die Zone ist deutlich schneller, kleiner. Also die Zeiten, bis die erste Zone zugeht und dann die nächste und die übernächste, sind deutlich schneller. Auch der Schaden ist erhöht. Das sollte man nicht überschätzen, wie auch immer. Ihr habt einen arschweiten Weg. Ihr habt 2 Minuten Zeit, wenn ihr hier landet. Dann müsst ihr hier sein. Bis dahin ist die Zone, dann geht die Zone zu. Und dann müsst ihr zusehen, dass ihr ganz schnell dahin kommt. Mit einem Pathfinder ist natürlich große Distanz sehr schnell überbrückbar. Aber ich würde euch das tunlichst abraten. Macht das so, wenn die Zone hier ist. Landet irgendwo von mir aus ein bisschen in der Nähe der Zone, in so einem kleinen Häuschen hier oder hier, irgendwo nicht, wo ein Hotspot ist. Seid nicht so dumm und landet im Bunker. Kennt jeder, egal in welchem Modus. Alle wollen sie in den Bunker, warum auch immer. Meistens empfängt euch dann Kaustik mit seinen scheiß Gasfallen und ihr seid auch da am Arsch. Deswegen auch gleich noch der nächste Tipp. Moment, dazu springe ich mal rüber. Und zwar genau hier. Es ist eine Szene aus meinem Solo-Win. Wenn ihr gelandet seid und ihr hört einen Gegner,
ihr habt keine vernünftige Waffe, keine Rüstung, rennt lieber weg, sucht euch erst irgendwelchen Stuff und geht dann in die Gunfights. Vermeidet lieber einen Gunfight mehr als ein zu vermeidet einfach den ersten Gunfight in Zweifel, rüstet euch erstmal aus. Wie ihr hier sehen könnt, ich verchecke sogar hier eine Rüstung zu nehmen. Ich gewinne zwar den Gunfight, ich höre den Gegner, habe aber auch zwei gute Waffen, die 99 und die R301, aber seht mal, wie schnell ich drauf gewesen wäre. Guck mal auf meine Energie. Pupp. Und wenn ich jetzt keine Zweitwaffe gehabt hätte, dann wäre ich garantiert drauf gewesen. Und wie gesagt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man sieht, dass da eine Rüstung liegt und ich verchecke sie ganz einfach. Holt euch eine Waffe, mit der ihr gut umgehen könnt. Am besten noch eine Sekundärwaffe. Geht dann erst auf die Gegner. Vorher würde ich es vermeiden, wenn ihr natürlich sicher seid, der Typ hat kein Schild, aber er hatte gerade zum Beispiel ein blaues Schild, der Gegner. Aber wenn ihr relativ sicher seid, dass der nicht guten Stuff hat, dann könnt ihr natürlich das auch versuchen, da rein zu pushen. Aber am Anfang möglichst erstmal irgendwas Vernünftiges finden. Im Zweifelsfall rennt weg. Nächster wichtiger Tipp. A. Schaut, dass ihr, wenn ihr nicht unbedingt das beste Headset habt, schaut, dass ihr Geräusche um euch rum so ein bisschen abschottet, dass ihr wirklich jedes Geräusch im Spiel wahrnehmt. Nichts ist im Solo-Modus so wichtig wie Steps hören oder wie sich vielleicht jemand heilt oder sich eine Schildzelle reinknallt. Das hört man nämlich. Und da möchte ich nämlich zum nächsten Tipp gleich obendrein kommen. Rechnet in jeder Ecke mit einem Gegner. Denn Campen ist im Solo-Modus sehr beliebt. Das war mir von vornherein klar. Dir eine Szene aus meinem Solo-Win. Ich zeige euch zwei davon, damit ihr mal grob seht, mit was ihr zu rechnen habt. Ich weiß, dass da ein Gegner ist. Ich habe ihn A erst gejagt und dann nur noch gehört und nicht mehr gesehen. Und er hat sich versteckt. Und was passiert? Genau das. Auch den Gunfight gewinne ich. Aber ich möchte euch einfach nur mal klar machen, wo man mit jedem, oder dass man in jedem Moment damit rechnen muss, dass irgendwo sich ein Typ verkämmt. Oh, da hält sich jemand. Hier ist zum Beispiel die Szene, warum ich gesagt habe, achtet auf eure Geräusche, dass ihr wirklich jeden Scheiß hört. Ich habe von der Ferne schon gehört, dass in diesem Gebäude einer ist und sich gerade geheilt hat mit einer Schildzelle. Jetzt dauert es zwar eine Weile, bis ich den finde. Und hier kommt nämlich hier gleich das Beispiel, warum ihr in jeder Ecke mit einem Gegner rechnen solltet. So, wir haben... So, jetzt gehe ich nochmal zurück und ich weiß, dass er hier irgendwo ist, weil ich habe auch das Jump-Pad hier unten liegen sehen. Deswegen war mir klar, der muss irgendwo sein. Jetzt zieht euch mal rein, wo der sich versteckt hat. Das ist eine absolut freche Nummer. Wenn du das nicht mitkriegst, rennt er dir direkt in den Rücken und knallt dich direkt weg. Da hat er sich versteckt. Und das finde ich... Okay, das Sprint. Moment, ich mache hier mal kurz Pause. Ich finde, das kann man mal machen. Kommst du gerade aus einem Gunfight, hau dich irgendwo hin, wo dich natürlich keiner erahnt, damit du dich heilen kannst mit Schildzellen, mit Spritzen und so weiter. Dann schaust du vielleicht noch, ob du irgendwas hörst, um safe zu sein, dass da gerade kein Gegner ist. Und jetzt kommt auch gleich das Beispiel, warum wir zwingend, auch wenn das jetzt einer der letzten Zonen ist, warum ihr zwingend darauf achten solltet, dass euch die Zone nicht einholt. Schaut jetzt mal, was die für einen Schaden raushaut. Auch wenn das schon die vorvorletzte Zone, glaube ich, ist. Es ist Runde 4. Wenn ich den Pathfinder nicht gehabt hätte, schaut euch das hier unten links mal an. Hätte ich den Pathfinder nicht gehabt, wäre ich jetzt drauf gewesen. Und ich hätte den ersten Win nicht bekommen. Wäre ultra ärgerlich gewesen, deswegen ganz wichtig. Schaut immer, dass ihr genug Spritzen dabei habt, genug Schildzellen und immer genug Abstand zur Zone habt. Und im Zweifelsfall auch immer ganz viele Granaten dabei haben. Ganz viele, naja, ganz viele vielleicht nicht. Habt Granaten dabei, denn ich zeige euch jetzt mal kurz den Endfight. Moment. Hier startet der Endfight. Hier weiß ich, der Gegner kann ja nicht mehr weit sein. Habt vielleicht die ein oder andere Granate dabei. Denn ihr könnt euch sicher sein, dass der Gegner dasselbe versucht. So, jetzt habe ich hier den ersten Arcstar in der Hand und habe den Gegner auch schon gespottet. Oder so gut wie. Moment, gleich passiert's. Ich spule mal noch ein bisschen. Hier weiß ich, dass der Gegner hier hinten hinter dem Stein ist. Und da schmeiße ich die erste Granate und der Gegner nehme ich auch. Und hier packe ich die Granate ganz schnell weg, weil ich weiß, wenn ich die jetzt werfe, bin ich vielleicht nicht schnell genug im Gunfight. Also überlegt zweimal, wann ihr eine Granate werft. In diesem Moment wäre mir wahrscheinlich der Wurf der letzten Granate zum Verhängnis geworden. Aber es ist nicht verkehrt. Vielleicht am Rand des Steins hätte ich jetzt zum Beispiel eine Granate werfen können. Und dann wäre links außen rausgelaufen. So lockt man die Gegner nämlich aus. Dritte Runde Solo. Die zweite sogar. Jetzt habe ich hier noch einen wichtigen Tipp, wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt hier einfach nur eine Karte aus dem Internet, nicht von mir aufgenommen, einfach um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Ihr seht jetzt hier die Zone und den Zonenrand hier außen.
die euch quasi plätten will. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel hier befindet und ihr wollt in die Zone gehen, wollt aber sicher sein, dass euch vielleicht von hinten hier nicht die Gegner wegballern, lauft immer mit der Zone. Und ganz wichtig, wenn ihr seht, hier ist ja der Rand sehr schmal. Das heißt, hier, wenn die Zone sich schließt, schließt die sich deutlich langsamer als hier an diesem großen Bereich. Wenn ihr von hier nach hier lauft, holt euch die Zone wahrscheinlich ein, weil sie sehr, sehr schnell ist. Wenn ihr aber hier an dem Rand lang lauft, wo die Zone sehr, sehr schmal ist, dann bewegt die sich deutlich langsamer. Ihr habt mehr Zeit, mit der Zone hier lang zu laufen und könnt euch relativ sicher sein, gerade je später die Runde vorangeschritten ist oder je weiter die vorangeschritten ist, desto sicherer könnt ihr euch sein, weil die Zone Schweineschaden macht, dass außerhalb der Zone sich keiner mehr befindet, der euch von der Seite vielleicht wegrotzen kann. Deswegen lauft von mir aus hier mit der Zone. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel, wie ich mir das vorstelle, wie ich das meine. Und hier seht ihr, jetzt spule ich ein bisschen vor, und ihr seht, hier ist der Zonenrand und ich laufe immer so ein Stück durch die schmale Zone hier dran vorbei. Hier kommt die Zone und ich habe noch genug Zeit hier in die Zone. Ich bin natürlich hier schon in der Zone, das ist einfach nur mal, um euch das bildlich zu verdeutlichen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Noch ein Tipp in eigener Sache, den ich selber ganz, ganz selten beherzige, vor allem hier in der Szene nicht. Wenn ihr zum Beispiel hier von der Luftwaffenbasis weglauft, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Zone mich gerade nicht einholen will, weil ich da strikt auf den Ballon zuheize, um zu fliegen. Wenn ihr irgendwo langlauft, wie zum Beispiel hier Nutzdeckungen, wie zum Beispiel hier von Stein zu laufen, oder hier drüben an der Seite, hier so sind Gebäude, lauft durch den Schatten der Gebäude, also zwischen den Gebäuden durch oder durch die Gebäude direkt hindurch. Vielleicht habt ihr Glück und findet noch irgendwas, was ihr nicht habt. Aber wenn ihr zum Beispiel hier lang lauft, wie so ein Depp wie ich zum Beispiel, dann seid ihr von links und rechts hinter euch ein absolut leichtes Ziel. Hier bin ich einfach nur auf der Flucht von der Zone und will auf den Ballon. Aber ansonsten nutzt sämtliche Deckung von A nach B. Von mir aus haltet ihr kurz an einem Stein, schaut vielleicht nochmal kurz, ob ihr irgendwo einen Gegner seht oder hört. Und als letzten, also vielleicht nicht unbedingt Tipp, aber als letzte Bitte an alle, die das Video sehen, kämmt euch bitte nicht in den Sieg. Natürlich kann man sich nach einem Gunfight mal kurz in ein Haus verbarrikadieren oder irgendwo in eine Ecke, wo einen keiner sieht, damit man sich wirklich in Ruhe heilen kann, auch wenn ich das vielleicht schon mal gesagt habe, Schildzellen reingehaut habe, vielleicht nochmal kurz guckt, ob ihr im Inventar genug Zeug habt oder ob ihr noch irgendwas braucht. Dann lauscht ihr nochmal, ob irgendwas ist, dann geht weiter. Versucht bitte nicht, euch den ersten Win oder vielleicht Folgewins reinzukämpfen, weil das ist einfach nur die ekelhafteste Art, überhaupt einen Win zu holen, egal in welchem Modus. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Den nächsten Livestream übrigens diesen Sonntag, Uhrzeit steht noch nicht fest. Lasst für dieses Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Von mir gibt es immer neue, also regelmäßig neue Livestreams, Infovideos, ganz wichtig. Immer wenn es was Neues über Apex gibt, könnt ihr sicher sein, dass es auf meinem Kanal findet. Und gelegentlich gibt es auch mal ein Tipps und Tricks Video von mir, wie dieses hier. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag in meinem Livestream. Bis dann, haut rein, ciao.